Sonnenklar TV live vor Ort. Sonnenklar TV live vor Ort und natürlich sind wir nicht das erste Mal in Oberhausen und heute gibt es wieder viel Interessantes zu berichten und zwar von Björn Kasper, unserem Außenreporter und natürlich dem Markus Römer, der uns viel erzählen kann über das, was passiert im Zentrum Oberhausen. Deshalb schalten wir auch gleich mal rüber. Wunderschöne Grüße, wunderschönen Samstag zu euch ins Studio nach München. Es ist ein paar Monate her, dass ich zuletzt in Europas größten Shopping- und Erlebnis-Freizeitzentrum war in Oberhausen. Zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt und dann haben wir uns schöne Weihnachten und uns verabschiedet. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, in Oberhausen kann man unheimlich viel erleben und auch unheimlich viel sehen, dass wir in diesem Jahr wieder freitags und samstags live aus dem Zentrum in Oberhausen berichten und freue mich schon auf über 19 spannende Schalten. Und hinter mir habt ihr schon wieder was aufgebaut und ihr startet mit den Fashion Days. Richtig. Also erstmal schön, dass das wieder klappt mit euch. Ist echt ein Vergnügen, ist immer schön, dich hier zu haben. Wir starten dieses Jahr wirklich wieder mit den Fashion Days. Dieses Jahr haben wir gedacht, letztes Jahr Herbst und Winter, dieses Jahr starten wir einfach mit Frühling-Sommer. Also jetzt jeder eingeladen, Frühling-Sommer-Mode sich anzuschauen bei uns hier im Zentrum mit den Fashion Days. Wir haben wieder hochkarätige Marken dabei, Scotch & Soda, Armani Exchange, Guess, Puma. Und ein echtes Highlight sind die Grubenhelden, zum ersten Mal dabei. Schon mal gehört? Grubenhelden habe ich gehört, die haben es sogar schon aus Deutschland auch geschafft mit ihrer Mode. Aber richtig weit. Zuletzt waren sie bei der New York Fashion Week dabei, haben da international mal einen richtigen Eindruck hinterlassen, sind danach direkt eingeladen worden nach Tokio, kommen ursprünglich aber hier aus der Region, machen Mode mit so alten Steigerhemden, ne? Diese alten Steiger, die früher runtergefahren sind in die Erde, um hier die Kohle rauszuholen. Und da verarbeiten die diese alten Hemden in aktueller Mode. Sieht richtig geil aus. Und ja, werden hier das erste Mal jetzt in der Region auf einer großen Bühne sich selber präsentieren. Also die größte Bühne hinter uns, das ist der Laufsteg. Also ich habe es nie geschafft auf so einen Laufsteg. Mich wollte keiner sehen. Jederzeit. Aber ihr habt auch ein Topmodel hier. Genau, die Anna Hiltrop war schon mal in den letzten Fashion Days dabei, wird jetzt wieder für uns laufen, ist ein Topmodel hier direkt aus Oberhausen. Das ist für uns halt auch der Anspruch, dass wir irgendwo immer versuchen, das Regionale mit dem Internationalen zu verbinden. Und was bietet sich da besser an als eine schöne Dame, die international läuft und jetzt auch hier auf den Fashion Days vertreten ist. Anne Hiltrop, verstehe ich, dass ihr die genommen habt und nicht mich. Also, aber ich freue mich auch mit dir vor der Kamera zu sein und über neue Sachen, die hier diesem Jahr hier bei euch passieren, zu berichten den Zuschauern. Und da habt ihr noch einiges vor. Richtig. Also jetzt ist Frühlingssommer. Zum Frühlingssommer gehört auch Ostern. Und zu Ostern werden wir ganz feierlich am 4. April unsere neue Ausstellungshalle eröffnen. Und die wird eingeweiht von kleinen blauen Freunden, den Schlümpfen. Wir haben das Schlumpfabenteuer. Was zu uns kommt, sind wir richtig stolz drauf. War zuvor in Brüssel und in Paris. Also auch da reihen wir uns in die internationalen großen Namen ein. Sehr stolz darauf. Eröffnen am 4.4. Und am 6.4. laden wir alle kleinen Besucher ein, sich da mal auf die Suche zu machen nach den Schlümpfen. Können hier vorbeikommen im Mitteldom. Da starten wir eine kleine Ostersuche, wo die Schlümpfe gesucht werden. Ich komme da mit meinem Schlumpfmikro, blau, passt ja auch, komme ich dann auch vorbei. Und dann geht's Richtung Sommer bei euch. Richtung Sommer, richtig, Richtung Sommer geht's dann. Da darf ich jetzt schon mal sagen, auch im Sommer haben wir richtig großes Highlight vor uns. Ich bin jetzt gerade noch in den letzten Gesprächen, da möchte ich noch nicht so viel zu sagen, aber es wird ein gastronomisches Highlight geben. Also es wird ein Gastro-Event sein, kulinarisch. Das hatten wir die letzten Jahre überhaupt nicht mehr hier. Da freuen wir uns alle wahnsinnig drauf. Bist du herzlich eingeladen. Leuten wir in der nächsten Schalte ein bisschen mehr zu erzählen. Gastronomisch, das weißt du, Markus, da kennst du mich schon, da bin ich doch sofort dabei, wenn es was zu essen und zu futtern gibt. Essen und futtern kann man bei euch generell, so ein, zwei Sachen über Centro. Wer wirklich noch keine Schalte von uns gesehen hat, was kann man alles im Centro erleben? Also wir haben neben dem Shopping, wo wir jetzt gerade in der großen Einkaufsmall stehen, wir haben Freizeitangebote, wir haben ein Legoland hier, wir haben Sea Life hier, wir haben eine große Konzerthalle hier mit wechselndem Angebot, die Köpi Arena. Und
Und wir haben natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Wir haben 15 Restaurants à la Couleur. Wir haben einen Deutschlands größten und schönsten Food Court, die Coca-Cola-Oase, komplett neu gemacht. Wunderschön. Lohnt sich damals, sich reinzusetzen und zu besuchen. Und in der Coca-Cola-Oase gibt es auch seit letztem Monat einen neuen Mieter, ein neues Café mit einem schönen italienischen Angebot, Bruschetta und Paninis und das macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß und es geht jetzt Richtung Mittagessen. Ich habe Hunger gekriegt. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Sie sollten unbedingt mal vorbeikommen und da hat Sonnenklar-TV auch was Schönes für Sie vorbereitet. Und es lohnt sich mal ein ganzes Wochenende in Oberhausen zu verbringen. Und ich freue mich auf über 19 spannende Schalten live aus Europas größtem Shopping- und Einkaufszentrum. Zurück zu euch nach München. Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz interessant, was hier geboten wird im Zentrum in Oberhausen. Und schauen Sie vorbei, das macht Spaß. Und ja, shoppen Sie. Es macht natürlich auch Spaß, hier in so einem tollen Zentrum ja, mal unterwegs zu sein und das alles zu genießen. Also hochwertig das Ganze. Viel Spaß heute noch in Oberhausen.